So. Liebe Philatelistenmädchen, liebe Freunde, ich mache die Begrüßung kurz. Es war der Wunsch unseres befreundeten Vereines, dem DSV, eine kleine Einführung über Kärnten anlässlich des Frühjahrstreffens des Deutschen Altbriefsammlervereins in Klagenfurt durchzuführen. Natürlich, wen hat es getroffen? Einer musste einen Vortrag halten. Und es war im Gespräch, dass wir einen hochgeistigen, hochphilatelistischen Vortrag machen. Wir haben uns aber dann darauf geeinigt, dass wir sagen, es soll Kärnten ein wenig vorgestellt werden, es soll Kärnten gezeigt werden in seiner Geschichte, in seiner Erscheinungsform und in seiner Kultur. Und ich habe mir gedacht, ich bin kein Historiker, es sitzen bestimmt viel mehr Könner und Fachleute unter uns, die mich korrigieren werden, aber ich werde in etwa versuchen, die Kern der Geschichte und die Kern der Geografie, Kern der Persönlichkeiten ein wenig näher zu bringen. Der Chef hat mir gesagt, er wird dann das Licht ein bisschen dunkler machen, damit man es besser sieht. Kann ich so verstanden werden, wenn ich so spreche? Wir haben kein Mikrofon, also ich muss etwas lauter reden. So, wir beginnen mit der Geschichte zur Römerzeit, hätte ich gesagt. Denn Kärnten war zur Römerzeit eine nicht unwesentliche Landschaft. Wir haben hier eine Landkarte aus einem historischen Atlas, der zeigt Noricum. Noricum war ein keltisches Königreich und hat ungefähr diesen Bereich umfasst. Die Kelten haben Handel betrieben mit den Römern. Keltisches Eisen, keltisches Erz, wir hatten hier der Eisenerz und hier in Hüttenberg und so weiter, sehr wesentliche Erzvorkommen, die die Römer für ihre Schwerter gebraucht haben. Umgekehrt haben die Römer oft ranzige Butter den Germanen geschickt, weil diese ein Kosmetikmittel war. Nun, das war einige Zeit sehr schön, hat funktioniert. Und im Jahr 15 vor Christus sind dann die Römer darüber gegangen, nachdem sie Handelsbeziehungen mit den Karantanern bzw. den Kelten gepflogen haben, haben sie sie zur römischen Provinz gemacht. Und diese Provinz hieß Noricum. Das Blaue hier ist die alte römische Provinz Noricum, wobei man hier schon sieht, dass dieses Zentrum in unserem Bereich liegt. Nicht in Klagenfurt, aber in Virunum. Virunum liegt am Zollfeld, ist heute nicht mehr zu erkennen, es ist nichts mehr da davon. Oben am Magdalensberg, da werden wir die Römer am Samstag wieder begegnen. Und dort finden wir eine ausgegrabene Römerstadt. Aber das eigentliche Zentrum war in diesem Bereich von ganz Noricum. Man teilte dieses Noricum in das Innen-Noricum, im Inland, und das Ufer-Noricum. Das Ganze ging bis zur Donau und dahinter waren die Markomannen, Quaden, also germanische wilde Völker. So, das ist ungefähr die Situation zur Römerzeit. Bitte das nächste. Aus dieser Zeit haben wir in Kärnten einige schöne kulturgeschichtliche Relikte. Das ist, glaube ich, für alle Philatelisten eine durchaus bekannte Form. Es ist kein Grabstein, es ist praktisch es steht einen Reisewagen da, der aber für die Fahrt in den Tod gedacht war, also ein Begräbnis. Denn da drinnen findet man den Genius Cunculatus. Das war also der Geist der Toten. Und auf dieser Fahrt sind sie auf so einem Reisewagen gefahren. Dass es sich um einen Postwagen handelt, das war nur eine Fehlinterpretation, weil man diesen Strich hier gesehen hat. Es war ein Reisewagen. Wir werden am Samstag, werden die Damen, diesen Stein im Original im Dom zu Maria Saal sehen. Bitte das nächste. Ja, dieser Motiv ist auch eine Briefmarke gewesen, im Jahr 1959, glaube ich,
war sie zum Tag der Briefmarke abgebildet. Eine sehr schöne Marke. Bitte die nächste. Eine weitere Spur der Römer in Kärnten waren die Ausgrabungen am Magdalensberg. Und da war es ein Fund eines Bauern, der seinen Acker gepflügt hat, im Jahr 1502. Da ist sein Pflug in einen harten Gegenstand gekommen und hat dabei eine solche römische Bronzestatue verschüttet im Erdreich erwischt oder leicht beschädigt. Das Original soll hier in diesem Bereich noch eine kleine Spramme davon haben. Um diesen Jüngling von Magdalensberg ranken sich sehr viele, wie soll man sagen, nicht Märchen, aber Fragen. Es sind aus der Antike 13 solcher Jünglinge in der Antike bekannt. Die waren verteilt im ganzen Römischen Reich. Es gab einen in Virubilis, im heutigen Marokko. Es gab einige in Orient, in Griechenland. Also 13 solche Kupferstatuen sind bekannt geworden. Und das Original habe sich angeblich in Wien befunden. Befindet sich in Wien. Das angebliche Original. Denn dieser Fund ist in die Hände der Erzbischöfe von Salzburg gekommen. Die haben es ihren Bischöfen oder ihren gleichgesinnten Katholiken nach Spanien geschenkt, an den spanischen Hof. Und dann ist es irgendwann wieder zurückgekommen, diese Statue, und dann hat man sie lang als Original betrachtet, bis jemand Zweifel gehegt hat, und dann hat man sie im Museum in Wien, hat man es dann geöffnet und ist draufgekommen, dass man eine Spielkarte aus dem 17. Jahrhundert drinnen gefunden hat. Also auch das war eine Fälschung, die irgendwo unterwegs entstanden ist. Die Geschichte zu diesem Jüngling, der eine Sondermarke in Kärnten bekommen hat. Dieses Motiv ist der berühmte Greif von Magdalensberg, den man dort ausgegraben hat. Eine Abbildung davon werden Sie am Samstag sehen. Es ist einer der bedeutendsten Funde überhaupt in der Antike, in der antiken Kultur. Nächstes bitte. Wie schön die Römer gelebt haben und wie schön ihre Kunst war, sieht man auch hier. Das ist ein Tempel von, ist der von Virunum, ja? Ja, der Mosaikboden von Virunum. Es zeigt das Mittelstück, dieser Mosaikboden ist groß, der geht viel hinaus. Wir haben nur das Mittelstück aufgenommen und es zeigt den Gott Dionysos. In dieser Erhaltung ist der Mosaikboden noch vorhanden. Wir haben aber auch einen zweiten, der war dann in Teurnia, bei Spital an der Trau. Dort haben wir auch einen Mosaikboden, aber den zeige ich Ihnen nicht. So, das waren etwa die Römer, bitte das nächste. Nach den Römern kamen, ja nicht die Barbaren, es kamen die Germanen, wurde das Römische Reich mehr oder weniger aufgelöst. Und dann kamen nach Südkärnten, vor allem ins Gailtal, kamen die Langobarden. Und die Langobarden waren etwa 130 Jahre in diesem Bereich. Später kamen die Slawen und die Awaren. Und Kärnten war immer ein Spielball zwischen den bayerischen, germanischen Kulturen und den von Osten andrückenden slawischen Kulturen. Und als Restbestand der slawischen Kultur finden wir diese Tracht. Das ist eine ausgesprochen slawische Tracht, es sind aber die Gailtaler. Die sind heute bei Kärnten. Ein sehr markantes Bild mit den. Alle anderen Trachten sind germanische Trachten mit langen schwarzen Röcken, großen breiten Hüten. Das nächste bitte. Da hier haben wir eine schöne Ansichtskarte davon, von einem Ort Feistplatz an der Gail. Und hier auch die Kirchtag im Gailtal. Das nächste bitte. Ja, dann überspringen wir wieder eine kleine Zeitperiode. Die Slawen sind gekommen. 591 wurde zuletzt in Spital an der Drau ein Bischof von Teurnia genannt. Nun ja, 591, dann kamen die Slawen. Was dann geschah, da weiß man fast nichts. Es gibt Mitteilungen darüber, dass in dieser Zeit, so um 638 bis 660, das Reich des ominösen Kaufmanns Samo bis hierher gereicht hat und dass er auch Kärnten mit, ich will nicht sagen erobert, aber mitverwaltet hat. Mehr weiß man aus dieser dunklen Zeit nichts, bis die Franken
das Zügel ergriffen haben. Und hier haben wir das Frankenreich in seiner größten Ausdehnung. Das war das Reich Karls des Großen. Man sieht, Kärnten steht unter Karadanien hier. Das war so etwas heller gefärbt. Das war, naja, es war eine Mark, es war keine Provinz, es war noch nicht ganz involviert im Karolingerreich. Aber es wurde immer mehr beeinflusst und daher sieht man die Awaren, hier Karadana, Karanz, das ist auf eine keltische Form der Freund. Karanz, Kanal, ja, also da ist ein keltischer Stamm drinnen, der auf Freund hindeutet. Das war das Land der Freunde. Im Süden davon haben wir die Friaul gehabt. Die friaulische Mark war zu Kaiser Karls des Großen schon vorhanden. So, nächstes bitte. Dieses Reich ist, Karls des Großen ist dann mit der Zeit aufgeteilt worden und wir haben da drei Reiche davon gehabt. Naja, und so kamen einige Karolinger und dann kam eine sehr interessante Zeit für uns Kärntner. Es gibt den Arnulf von Karadanien, der im Jahr 888 eine Messe, damals als oberster Kirchenherr und Staatsherr, damals war die Einheit von Kirche und Staat, die Messe in Karnburg am Zollfeld gehalten hat. Wieder an diesem Zollfeld, wo ich dann gesagt habe, wo immer das Zentrum war. Und etwa aus dieser Zeit, um 800, 900 etwa, da finden wir die interessante Form der Herzogseinsetzung und daraus resultiert das wahrscheinlich älteste Rechtsdenkmal Europas. Das ist der Herzogstuhl in Kärnten. Hier saß der Herzog und hier der Pfalzgraf. Ihr werdet an diesem Herzogstuhl vorbeifahren. Etwa im Jahr 1860 wurde er von Frevlern, wie die Urkunden sagen, beschädigt. Und daher hat man ihn damals schon umzäunt. Inzwischen ist er auch sogar umhaust geworden, damit der Niederschlag ihm nicht so viel anhaben kann. Auf diese Herzogseinsetzung komme ich noch zu reden. Machen wir das nächste inzwischen. Ja, dieser Herzogstuhl wurde auch von Professor Exax, dem Markenentwerfer, als Motiv genommen und im Jahr 1976, wo der Kärntner Philatelistenclub seine erste Ausstellung gemacht hat, ist diese Marke erschienen, dankenswerterweise, und gestochen hat sie Professor Pfeiler und entworfen Professor Exax. Exax heißt nichts anderes, wie das einmal ein Sachse war, aber er war ein Kärntner, er wurde über 90 Jahre alt und war ein Markenkünstler, der sowohl vor dem Zweiten Weltkrieg Briefmarken entworfen hat in Österreich, zum Beispiel die Schiffe und die Eisenbahnmarken von 1937-38, als auch nachher einige für die Republik Österreich. Ja, und diese Herzogseinsetzung, die möchte ich euch als spezifisches Spezifikum von Kärnten ein wenig näher bringen. Diese Herzogseinsetzung ist ab 1160 urkundlich nachgewiesen. Sie dürfte aber schon vorher stattgefunden haben, nur weiß man nichts darüber. Was wir haben, ist in erster Linie der Bericht des Abt Johann von Fichtring, der die Herzogseinsetzung von Herzog Meinhard von Tirol aus dem Jahr 1287 schildert. Man möchte glauben, dass er live dabei war. Sehr realistisch hat er das geschildert. Im Tatsächlichen war das aber 50 Jahre später. Die Einsetzung war 1335 und er hat es 1387 geschrieben. Also ist eine Differenz drinnen. Er hat aber die einzige Nachricht über die Verwendung dieses Herzogstuhls uns hinterlassen. Die Zeremonie, das ist glaube ich das nächste Bild. Die Zeremonie war die, dass, das muss noch kommen, ich nehme das andere vor, ich komme darauf zurück. Das war dann, nachdem der Herzog von Bayern sich gegen die Franken erhoben hat, wurde ihm das Herzogtum Kärnten abgenommen und zu einem eigenen Herzogtum erhoben. Wir kennen die fünf Stammesherzogtümer, das war das Sachsen, Schwaben, Franken, Lothringen und Bayern. Der bayerische Herzog, der Tassilower, glaube ich, der hat sich erhoben und wurde damit bestraft, dass die Mark Kärnten zum Herzogtum erhoben wurde. Aber das Herzogtum Kärnten
dass das somit das sechste Herzogtum im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation war. Das war also viel größer. Es ging bis Steyr hinaus. Auch die Mark Bitten, die ist nahe bei Wiener Neustadt. Das gehörte ursprünglich zur Mark, zu Kärnten, zu Karatania. Die ganze Steiermark war ursprünglich Herzogtum Kärnten. Und im Süden die Mark Krain, die Mark Istrien und zeitweise, glaube ich, auch ein bisschen von Friaul. Das war die größte Ausdehnung. Aber das hat, bitte das nächste, nicht lange gehalten. Ah, da ist es jetzt. Das war die Geschichte, die ich vorweggenommen habe. Jetzt kommt die Herzogseinsetzung. Die hat sich etwa so vollzogen, dass der Herzog Bauer, das war ein privilegierter Bauer, dessen Hof es heute noch gibt, und der ist unteilbar. Der Herzog Bauer ist heute noch einer der größten Besitzer in Kärnten, weil sein Hof nicht geteilt wurde. Und dieser Herzog Bauer saß auf dem Fürstenstein, der ist in der Nähe von Karnburg gewesen. Dort saß er oben und wartete. Und dann kam die Schar oder das Gefolge des designierten neuen Herzogs. Das war der neue Herzog. Und der kam näher und der hatte ein Pferd und eine Kuh, die sieht man da irgendwo hinten drinnen. Die brachte er mit. Und dann ergab sich, bitte in slawischer Sprache, das ist überliefert, in slawischer Sprache, ein Dialog, etwa in der Form, der Bauer fragt, wer ist das, der da daherkommt? Daraufhin sagt das Gefolge rund um den designierten Herzog, ja, es ist der Fürst des Landes. Daraufhin sagt der Herzog Bauer, sagt dann, ist er ein gerechter Herr oder ein gerechter Richter? Die Leute haben das bestätigt, das ist er. Ist er vom hohen, feinen Stande? Ja, das ist er, das wurde bestätigt. Des Fürstentums würdig, war die nächste Frage, die alle diese Fragen stellte der Bauer. Und dann, ja, er ist würdig und so weiter. Und zum Schluss die Frage, hat er auch den rechten Glauben, hat auch der Bauer gefragt. Auch das wurde bestätigt. Und dann sagen alle, ja, also er hat die Auflagen sozusagen erfüllt. Und der Bauer hat dann noch gefragt, mit welchem Recht darf er sich auf diesen Stein setzen? Und dann hat er gesagt, er zahlt dafür 60 Pfennige, Kleider und 2 Tiere. Das heißt, er hat Geld, eine symbolische Zahlung, 60 Pfennige war gar nichts, aber die 2 Tiere dem Bauern übergeben als Lohn oder als Entgelt dafür, dass er in den Stuhl räumt. Und dann ist der Bauer vom Herzogstuhl heruntergegangen, hat dem neuen Herzog einen Backenstreich versetzt und dann hat sich der neue Herzog auf den Stuhl gesetzt und dann hat er also mit dem Schwert in alle 4 Richtungen gedeutet, zum Zeichen dafür, dass er das Land in alle Richtungen verteidigen wird. Danach hat sich dieser Zug, nachdem das zu Ende war, quer über das Zollfeld begeben. Die Damen werden am Samstag alle da vorbeifahren. Und dort ist ein Festmahl gehalten worden und die kirchliche Weihe vom neuen Herzog hat dort stattgefunden. Und von dort ist man dann mit dem Zug ebenfalls zum Herzogstuhl gegangen und dort hat der neue Herzog Recht gesprochen und hat die neuen Lehen verteilt. Diese Überlieferung ist dann auch im Schwabenspiegel in einem Zusatz erwähnt worden. Und dieser Schwabenspiegel stellt das aber etwas entstellt dar, denn damals war schon Rudolf IV. Der Stifter, der es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat und der wollte Kärnten auf diese Weise zum Reichsjägermeister und Erzherzog und alles Mögliche machen. Diese Urkunde, das Privilegium Maius, ist eine Fälschung. Bitte das nächste. Ja, und jetzt kommen wir schon zum traurigen Teil Kärntens. Dieses schöne Herzogtum ist leider sehr bald zerfallen. Der Grund ist ganz klar, Kärnten ist in verschiedenen Besitzungen aufgegangen.
Es gab keine zentrale Hausmacht, die Kärnten nach außen verteidigt hätte, sondern es waren viele fremde Besitzungen, viele Adelsgeschlechter, die hier ihre Besitzungen hatten. Und hier sieht man zum Beispiel, da ist das Herzogtum Kärnten noch da. Durch die Kirchengründungen haben die Bistümer in Deutschland, Sponheim, Freising, Bamberg etc., Güter und Ländereien von Kärnten an die Kirche verschenkt. So war zum Beispiel Friesach, das war hier in Kärntner Teil, das gehörte zu Salzburg. Hier haben wir daneben Wolfsberg gehabt, das gehörte zu Bamberg. Dann haben wir unten die Mark Bettau, hat kirchlich jemanden anderen gehört, ich weiß jetzt auch nicht wem. Gurk gehörte zu Salzburg und unten der Raum Villach gehörte dann schon zu Aquileia. Der war im friulanischen Bereich. Wir haben hier einen Streubesitz, dazu kamen noch die verschiedenen Herrscher und Adeligen aus Kärnten selbst. Und dass die keine Einigkeit, keine Schlagkraft bewiesen haben, lag auf der Hand. Und so ist sehr bald dieses Kärntner Herzogtum zerfallen. Und wir haben dann, ich glaube, es ist im nächsten besser drauf, zerfallen und wohlgehauen. Die Steiermark ist dann 1188 weggefallen, Mark Bitten war bald weg, da ist die Mark Bitten. Es ist dann vieles zu Österreich gekommen, aber Kärnten war, und darauf sind wir eigentlich stolz, im Jahr 976 bereits Herzogtum. Und die erste Erwähnung von Österreich, Osterrichi, war 20 Jahre später, 996. Also wir waren schon Herzogtum, wo es Österreich noch gar nicht gegeben hat. Jetzt bitte das nächste. Ja, da darf ich Kärnten in der heutigen Form zeigen, damit man ungefähr weiß, wo wir sind. Hier ist Klagenfurt, im Norden davon das Zollfeld. Dann hier Villach, der Wörthersee, über den wir am Sonntag fahren können. Da sind noch andere Seen, da geht es ins Oberland hinauf und da hinunter nach Davis in die friulanische. Das ist also die heutige Grenze von Kärnten, die wir hatten. Bitte das nächste. Ja, und dann um das Jahr 1030 bis 1100 kam es durch die Christianisierung zu immer mehr Klostergründungen. Wir haben in Kärnten damals im Jahr 1043 wurde Gurk gegründet. 1072 wurde es dann Bistum. Das Stift St. Paul, 1091, von den, jemand haben wir da, von den Sponheimer. Also das kam von den Benediktiner, ja danke. Benediktiner war das. Ein sehr schönes Stift im Fichtring, das ist gar nicht weit weg von hier, 5 Kilometer. Das war 1172. St. Paul haben wir dann gehabt und Fichtring und so weiter. Also auch Arnoldstein, das gehörte zu Bamberg, Eberndorf, zu Aquileia. Es war ein Streubesitz. Und dies hat seine Spuren hinterlassen. Hier haben wir einen noch rein romanischen Kreuzgang von Milstadt. Das ist etwas, was die Damen sehr gerne sehen. Das ist eine Männerfigur, auf der die Säule ist. Und weiter hinten ist eine Männerfigur, wo die Frau auf dem Mann drauf sitzt. Also in diesem Stil haben wir romanische Bauten, diesen romanischen Kreuzgang. Nächstes bitte. Das ist die heilige Hemma von Gurk, die eine Heilige unseres Landes ist. Und die bekam im Jahr 1972 aus einem Jubiläum eine Sondermarke der Österreichischen Post. Und zwar ist sie jetzt die Schutzheilige Kärnten, schlechthin. Sie ist in einem Sarkophag in der Krypta von Gurk noch heute zu sehen. Bitte das nächste. St. Paul im Lavantal war auch seine Gründung. Das ist eine spätere Zubauten, aber die Gründung war schon um 1090 etwa. Das war eine alte Ansicht um die Jahrhundertwende 1900. Und da hier das Bistum und das ist das Gymnasium. Das Josefinum, ja. Nächstes bitte. Noch einmal, das ist vom Fichtring, die berühmten Glasfenster. Diese Glasfenster sind wie durch ein Wunder im Krieg erhalten geblieben. Die stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert, sind in dieser Farbenpracht heute noch vorhanden. Sie sind als Briefmarke in, ich weiß nicht welchem Jahr, 1980, sind die verewigt worden und das ist ein Brief,
mit dieser Quadratur aus der Zeit. Wunderschöne Fenster, die es wirklich nicht mehr oft gibt. Das nächste bitte. Ja, das weitere Schicksal Kärntens sehen wir da noch einmal. Das ist das Herzogtum Kärnten. Nördlicher Besitz Bamberg, Frieser war salzburgisch. Salzburg hat auch angehört, da war die Ortenburger brauchen. Bamberg hat Villach gehabt und unten war Brixen und da war Freising. Also es war so ein Streubesitzer, dass die Steiermark selbstständig wurde. Herzog Klein wurde selbstständig und Österreich ging überhaupt vollkommen eigene Wege. Das nächste bitte. Da habe ich es noch einmal, das war zu einer etwas späteren Zeit, zur Zeit der Staufer. Da war Herzogtum Kärnten bereits mit Osttirol verbunden, zwar nicht allzu lange, und Salzburg war noch bei Bayern. Salzburg war damals noch kein eigenes Gebilde, kirchliches Staatsgebilde. Und daher haben wir immer die Grenze zu Ungarn, die ist also knapp an Kärnten und zur Steiermark Wien vorbeigegangen. Im Jahr 1191 bis 1197-98 gibt es eine Urkunde, die ist im Kärntner Landesmuseum und da wird erstmals der Name Klagenfurt erwähnt. Da steht im Forum Klagenfurt. Wo haben wir das? Da ist es. Im Forum Klagenfurt. Das ist die erste Erwähnung und seit damals gibt es den Namen. Wo die Stadt war, das komme ich vielleicht noch später darauf zurück, das nächste. Ja, die ersten Herzöge von Kärnten waren die Eppensteiner, da weiß man nicht viel von denen. Nachfolger waren dann ab 1202, glaube ich, waren die Spanheimer und der bedeutendste Herzog aus dem Hause Spanheim war Herzog Bernhard. Der hat, wie man sieht, mehr als 50 Jahre regiert. Und der hat in Kärnten also eine Hochblüte erzielt. Während Klagenfurt ursprünglich ein kleines Dorf an der Glan war, hat er die Stadt verlegt, etwa dorthin, wo heute das Landhaus steht, also im Zentrum der Stadt. Dort ist, das ist ein Werk von Herzog Bernhard von Spanheim. Wie die Spanheimer gestorben sind, war auch in Kärnten ein Interregnum. Und da waren verschiedene Geschlechter, die untereinander im Zerwürfnis waren. Ich möchte nicht darauf eingehen, weil das ist zu lange. Wesentlich ist dann das Jahr 1514 für Kärnten. Damals gab es eine entsetzliche Feuersbrunst in Klagenfurt, in der Stadt, die Herzog Bernhard errichtet hat. Die Häuser waren damals alle aus Holz. Der Herr hat es gebrannt wie Zunder. Es war wirklich nur mehr eine Brandstätte vorhanden. Damals herrschte Kaiser Maximilian I., und der hatte, wie wir alle wissen, wenig Geld. Er hätte als Landesherr von die Stadt aufbauen müssen. Konnte er nicht machen. Daraufhin hat sich eine Abordnung der Landstände von Klagenfurt. Die Landstände waren vor allem der Adel und die Geistlichkeit, die Grundbesitzer von Klagenfurt. Die haben sich an den Kaiser gewandt und haben ihn im Jahr 1518 in Innsbruck, damals hat er dort residiert, gebeten, dass der Herzog, dass der Kaiser die Stadt den Landständen schenkt. Und hier haben wir diese Szene gemalt im Landhaus, das werdet ihr am Samstag sehen, im Wappensaal. Da ist dieses Fresko unseres Barockmalers Ferdinand Frommiller, der das gemalt hat. Da steht drauf, Grabprüfung Klagenfurt. Und jetzt im Zuge der 500-Jahr-Jubiläum habe ich einen sehr interessanten Vortrag von Alfred Ogris bekommen, der mir gesagt hat, dass in diesem Gemälde nicht nur Fantasie drinnen steckt, sondern auch erdeutet das einiges Interessantes. Zum Beispiel der Adel von Klagenfurt, der hat sich sehr devot dem Kaiser genähert. Andere aus Klagenfurt, vielleicht waren es schon reiche Bürger, die haben den Fuß so hingestellt zum Kaiser, so, was bin ich? Und der überhaupt, der stellt den Arm hin. Das war schon ein beginnendes Aufbegehren der Bürger gegen diese Schenkung. Und tatsächlich ein halbes Jahr später sind die Bürger zum Kaiser gefahren, nach Wels, wo er damals war, im Jänner 1518, und haben ihm gebeten, diese Schenkung rückgängig zu machen.
Der Kaiser war aber bereits im mehr oder weniger arbeitsunfähig, er war im Delirium und ist eine Woche später gestorben. Die Delegation wurde gar nicht angenommen, sodass es bei der Schenkung geblieben ist. Gott sei Dank, denn man hat gesehen, dass die Stände sich sehr wohl arrangiert haben mit dem Volk und es kam in der Folge zu einer erstaunlichen Blüte der Stadt Klagenfurt. Ich habe jetzt keinen zweiten. Ja, da haben wir noch die Marke, die es im Jahr 97 oder wann war es gegeben hat? 2005 war die, ja. Und da jetzt haben wir Stempel dazu. Das ist das Philatelistische dabei. Jetzt das nächste bitte. So hat das Landhaus von Klagenfurt ausgesehen von der Gründung. Das war etwa 1591 war es fertig. Und dann war ein schwerer Brand 1723. In diesen 120 Jahren war das Ansehen der Landesregierung. Im Grundriss genau wie heute. Nur die Türme sind auch verbrannt und sind viel höher dann errichtet worden. Und dann hat eben erst 1740 ungefähr Frau Miller im Wappensaal, der sich hier drinnen befindet, die 630 Wappen der Kärntner, Adeligen und Kunstbesitzer gemalt. Bitte weiter. Ja, das ist eine Marke, 400 Jahre selbstständiger Postdienst in Kärnten. Die Landstände haben es zu einer Blüte auch im Postwesen gebracht. Sie haben das erste Postamt in Kärnten errichtet, und zwar 1588 durch einen gewissen Herrn Gruitz. Und das war 1588, sodass wir also im Jahr 1598 eine Feier gehabt haben. 400 Jahre ständischer Postdienst in Kärnten, und der Kärntner Briefmarkensammlerverein hat diese Sonderstempel mit Stadtwappen Klagenfurt und Wappen von Kärnten geschaffen. Bitte. Da haben wir eine etwas altertümliche Karte von Kärnten aus dem Jahr 1786. Das soll Kärnten darstellen, die Form ist ganz anders, aber es war eine Postkarte. Dann eine Postlinie von Leoben, Judenburg, Friesach, St. Veit, Klagenfurt und über Kirchenthal, über den Löbelpass nach Laibach. Und die zweite Linie ist von Marburg, also von der Untersteiermark, über Lavamünd, Völkermark nach Klagenfurt und dann später über Fehl und Villach, Bataillon nach Tirol gehört. Wir waren also am Schnittpunkt von zwei Verkehrswegen in Kärnten. Das war 1786, bitte das nächste. Ja, 1786, das war die Zeit Maria Theresias. Da war noch alles soweit ganz gut, aber dann kam der Josef II., ihr Sohn. Keine Frage, er war ein sehr aufgeklärter, fortschrittlicher Herrscher, aber er hat auch einiges, ich will nicht sagen verbrochen, aber es waren einige Dinge drinnen, die schwer zu verdauen waren. Er hat den Kärntnern die Landeshoheit genommen, indem er die Landeshauptstadt von Klagenfurt weggenommen und nach Laibach verlegt hat. Und als Entschädigung, so wird berichtet, habe der Kaiser, das war Josef II., einen Appellationsgerichtshof in Klagenfurt geschaffen. Man muss sich vorstellen, das war ein Oberlandesgericht. Das gab es nur in Wien als oberste Justizstelle, in Budapest, in Prag und in Mailand. Und dazu kam Klagenfurt als fünfter Appellationsgerichtshof. Wahrscheinlich deshalb, weil die Zuständigkeit ist gegangen bis Vorarlberg hinaus. Und auf der anderen Seite bis Laibach, also er hatte einen großen Bereich. Und wahrscheinlich war Klagenfurt die zentralste Stadt, wo sie diesen Gerichtshof machen. Dieser Gerichtshof hat etwa 7 bis 8 Stempel gehabt. Das ist einer innerösterreichischer Appellationsgericht zu Klagenfurt. Ein Stempel der Behörde, der aber in Verbindung mit dem Zeichen ex ofo die Portofreiheit bedeutet hat. Es gab da Urkunden und Erlässe, die das festgelegt haben. Also das sind Stempel, die eine Portofreiheit erzeugen. Nächste bitte. Er hat mehrere Stempel benutzt und er wurde im Jahr 1854, er dauerte bis 54, und im Jahr 1848-50 in den Reformen wurde er aufgelassen und umgewandelt als Oberlandesgericht. Ist auch noch in Klagenfurt.
Aber nach 4 Jahren hat sich Graz durchgesetzt und im Jahr 1854 wurde der Appellationsgerichtshof zu Klagenfurt, das Obergericht, aufgelöst und alles nur mehr nach Graz verlegt. Und jetzt kommen wir schon in die Zeit des 18. Jahrhunderts, wo die ersten Poststempel auch in Kärnten auftauchen. Das erste war natürlich der Stempel von Klagenfurt. Es existieren etwa 8 bis 10 Stück davon in verschiedener Qualität. Der ist damals aufgrund eines Erlasses der Mariteresianischen Postordnung auf der Rückseite abgeschlagen worden. Warum? Man hat damals einen Briefbund für die Briefe in einer gewissen Direktion gemacht und den hat man hinten gestempelt. Da ist auf 10 Briefen vielleicht nur ein einziger Stempel auf der Rückseite. Und so einer ist das. Der erste Stempel von Klagenfurt ergibt ihn seit 1852. Der nächste bitte. Ja, in Friesach, das ist eine ganz besondere Situation. Friesach war ein Postämter, er heißt Johann Kummer. Der hat scheinbar viel Zeit gehabt und hat sich mit Buchstaben gespielt. Er hat, glaube ich, so eine Art Setzkasten gehabt und hat mit diesem Setzkasten den Stempel zusammengesetzt. Da hat er lateinische Buchstaben gehabt, das Datum dazu. Er hat auch gotische gehabt, die Zeit nicht, weil es zu lang dauert. Jedenfalls sind in dieser Zeit, wo man ganz in der ganzen Monarchie kaum gestempelt hat, hat er diese Stempel verwendet. Ein ähnliches Schicksal hatte nur Marburg, wo auch gestempelt worden ist in dieser Zeit. Und das ist eben ein Beleg aus dieser stempellosen Zeit, wo man die Gebühr rein nach dem Gewicht bemessen hat und die Distanz war gleichgültig. Daher war es nicht notwendig zu wissen, woher der Brief kommt, es war nur das Gewicht entscheidend. Erst wie dann später, 1810, wieder das Distanzporto eingeführt worden ist, dann haben die Stempel wieder Bedeutung erhalten. Bitte das nächste. Da ist er besonders schön aus dem Jahr 1790, auch aus dieser Zeit. Einen gotischen habe ich leider nicht aufgenommen. Von Friesach, man sieht das da jetzt geschrieben, das war das Porto, aber das war mein Ende. Ein sehr schön aufgeschlagener Brief aus der Zeit. Der nächste bitte. Ja, dann kommen wir schon in die Zeit Napoleons. Naja, das war, Kärnten hat 5 Postämter gehabt aus dem 18. Jahrhundert und 1809, das heißt 1797, 1806 und 1809 war Napoleon vor der Tür, beziehungsweise 1809 sogar in Kärnten. Er hat in Klagenfurt sogar genächtigt, bei dem Haus kommt sie am Samstag vorbei. Unser Erzherzog Karl hat in Oberitalien gegen Napoleon gekämpft, 1809. Und hat, wie häufig das der Fall ist, verloren. So hat sich durch dieses enge Kanaltal die österreichische Armee zurückgezogen. Und hier bei der Enge von Walburgett hat man eine Festung errichtet mit etwa 250 Soldaten Besatzung. Hier und auch in Predil, das waren die beiden Pässe, wo man rübergehen konnte. Und die hatten den Auftrag gehabt, die napoleonische Armee aufzuhalten. Das haben sie 3 Tage mit heldenhaftem Mut getan. Es sind fast alle umgekommen. Die Zahlen sprechen Bände. Die Besatzung waren 250 Leute. Überlebt haben sie, glaube ich, 4. Und auf der französischen Seite sind aber 1500 Soldaten gefallen. Also wie tapfer unsere Soldaten damals waren, kann man daraus ermessen. Das nächste bitte. Das ist der Predil, der zweite Übergang. Hier haben wir das Denkmal von Hermann und Hensel zur Erinnerung an diese Schlacht, an diese Abwehrkämpfe. Das nächste bitte. Ja, dann hat Napoleon 1809 im Schönbrunner Frieden Oberkärnten zum französischen Mutterland gemacht. Die Elferfrage, die wir uns stellen, wann hat Kärnten an Frankreich gegrenzt? Ja, 4 Jahre lang, von 1809 bis 1813. Damals hat die illyrischen Provinzen Napoleons, die sind über Laibach und so weiter bis hinunter Richtung Ragusa gegangen. Das war eine Provinz im gleichen rechtlichen Sinn, wie heute Frankreich die Provinzen eingeteilt hat. Und da war nirgends noch bei den französischen Provinzen dabei. Kärnten war geteilt. Das ist der Wörthersee und quer durch den Wörthersee ging die Grenze. Klagenfurt blieb bei Österreich,
Villach war bereits französisch. Bitte das nächste. Ja, wie Napoleon abgezogen ist, war es ein strategischer Befehl. Hinter seinem Rücken darf es keine Befestigungen geben. Dazu darf ich bemerken, dass Klagenfurt, die Bürger, die Stände verpflichtet waren, Klagenfurt zu befestigen. Für circa 200 Jahre lang war Klagenfurt die bestbefestigteste Burg in ganz Österreich. Nur ist sie nie verwendet worden als solche. Sie war errichtet um 1590 ist sie schon fertiggestellt worden und 1810 hat Napoleon befohlen, die gesamten Befestigungsanlagen zu sprengen. Es ist leider Gottes geschehen und um ein stattliches Geld von 32.000 Gulden, das war ein Vermögen, hat sich Napoleon abkaufen lassen vom Bischof Salm, der damals Bischof war, das Völkermarkt, der Tor, dass das nicht gesprengt wird. Und dieses ist dann 50 Jahre später von unseren Leuten gesprengt worden, einfach weil man nicht mehr durchkommt, das war zu klein. Das nächste bitte. Jetzt kommen wir zu einer anderen Kärntner Spezialität. Sicher haben so und so viele von euch schon von der Spitaler Hebemarke gehört. Es geht das Gerücht, dass sie echt ist, es geht das Gerücht, dass sie falsch ist. Tatsache ist, dass es ein Brief war, der Ende Februar, 20. Februar, ins Spital nach Klagenfurt geschickt worden ist. Der Spitaler Bürgerpostmeister Egartner hat seiner Tochter Konstanze in Klagenfurt geschrieben und dieser Brief ist 1936 oder wann aufgetaucht und ist dann im Jahr 1952 der Öffentlichkeit präsentiert worden. Und, das nächste bitte. Präsentiert wurde. Da gab es mehrere Gutachten wo haben wir es denn da her zu seiner Sitzung? Dort die Spitale eben war gleich. Der Brief und dieser Zusatz, die Hebemarke, das steht Ihnen, bewährt sich nicht, dieser Zusatz ist drinnen, ist vom 1. März. Das heißt also, 10 Tage später ist erst der Zusatz gekommen. Jetzt gab es eine Expertentagung darüber in Milstadt über diesen Fund und der hat als vorläufiges Ergebnis gebracht, so quasi, es ist nicht ein Porto, sondern eine Art Verrechnungsmarke oder vielleicht eine Zustellungsmarke. Es ergaben sich da eine Reihe von Fragen aus diesem Brief. Später hat sie auch Eduard Müller als Fälschung bezeichnet. Sie ist verkauft worden nach England um ein relativ hohes Geld. Die Expertenkonferenz hat allerdings erklärt, die ist in der British Philatelic Association am 2. Dezember 1952, dass, das ist in der Times abgedruckt gewesen, die Marke ist nicht echt. Das wird auch stimmen, denn es ist die einzige, die man bisher gefunden hat, obwohl aus dieser Zeit sehr viele Briefe aus Spital vorhanden waren. Da gibt es viele, aber keine hat diese Marke gehabt und wir haben auch kein loses Stück gefunden. Es war wirklich vielleicht ein vereinzelter Versuch des Herrn Egartner. Ist dann auch von Scotland Yard ist sie untersucht worden und dann war auch die FIP, also die FIP hat eine, der Weltverband, eine Forschung oder eine Expertise durchgeführt und die sind alle zum Ergebnis gekommen, vielleicht ist die Marke aus der damaligen Zeit echt, aber sicher keine Briefmarke, denn sie könnte bestenfalls den Zustellungen haben. Eine Verrechnungsmarke oder eine Zustellmarke. Das ist das Ergebnis der Expertisen und seitdem gilt sie als Fälschung. Das nächste bitte. Ja, wir kommen dann in die Zeit, wo in Österreich Briefmarken eingeführt worden sind. So auch in Kärnten. Wir hatten damals in Kärnten 27 Postämter. Klagenfurt war natürlich das bedeutendste. Ich habe versucht, den einen oder anderen herauszunehmen. Das ist vielleicht der einzige doppelt schwere Ortsbrief von Klagenfurt. Der Herr geht nach Fichtring. Das war damals Zustellbereich von Klagenfurt. Aber wie gesagt, eben doppelt schwer. Der Herr statt 2 Kreuzer 4. Bitte das nächste. Das war 1811 erbaut worden, das alte Theater in Klagenfurt. Das jetzige Stadttheater werden viele kennen.
Aber so hat es damals ausgeschaut. Und das ist 1811 gebaut worden und etwa 100 Jahre später, zum Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef, ist das Theater in der heutigen Form entstanden. Bitte das nächste. Auch die Eisenbahn hat früher oder später noch Kärnten gefunden. Wir waren ein Land, was sehr spät die Eisenbahn bekommen hat. Die erste Bahnlinie ging von der Untersteiermark nach Klagenfurt, 1863. Erst später, 1868, ist von Norden Friesach eine Verbindung nach Villach geschaffen worden. Und da war der Bahnhof in Glandorf, das war ein Vorort von St. Veit. Und da war in der damaligen Zeit ein relativ großer Bahnhof, weil dort die Zweiglinie nach Klagenfurt weggeführt hat. Und der ist dann nach Villach weitergefahren. So muss man sich vorstellen, vor etwa 150 Jahren die Eisenbahn bei uns da. So, der nächste bitte. Dann haben wir einen berühmten Erfinder. Dr. Emanuel Hermann ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Objekt Nummer 6 von einem der bedeutendsten Experten auf diesem Gebiet, finden Sie im Objekt 6 hier. Der Erfinder dieser Postkarte, damals hieß sie Korrespondenzkarte, war Dr. Emanuel Hermann, ein gebürtiger Klagenfurter. Er wurde dann Universitätsprofessor für was mögliche Österreich, was mögliche, na, nennen wir das Wirtschaftskunde oder was war. Bitte? Ökonomierat, ja. Er ist 1939 geboren und ist 1902 gestorben. Das war sein Konterfei, bitte das nächste. Das ist eine Karte. Am 1. Oktober 1869 waren die Korrespondenzkarten Ersttag. Kärnten hat bis jetzt keinen bekannten Ersttag, aber diesen Zweitag. Das ist die erste Form, 2. Oktober 1869. Das geht uns der Rückseite dazu. Der nächste bitte. Der erste Sonderstempel, den Kärnten hatte, war auch sehr spät, 1899. Es waren das die Kaisermanöver, die hier im Klagenfurter Raum abgehalten worden sind. Und das Klagenfurt Hofburg ist der erste Stempel, der relativ selten ist. Bitte das nächste. Um den Ersten Weltkrieg zu streifen, war die Militärzensur da. Das ist ein relativ seltener 603. Das war die Zensurstelle von Kötschach gegen die Karnische Front und der war nur 2 oder 3 Monate in Gebrauch. Ich habe den herausgenommen. So hat man die Post zensuriert. Bitte. Dann kam das Ende des Ersten Weltkrieges, die slawische Besetzung. Unter Kärnten war von SHS-Truppen, SHS heißt Serben, Slowenen und Kroaten. Die haben nach dem Ersten Weltkrieg Kärntenteile beansprucht und haben sie auch fast 2 Jahre besetzt gehalten. Dabei haben sie slawische Stempel eingeführt und einer davon, er ist nicht der seltenste, bei Gott nicht. Loce di Jezero, das ist also Latschach am Wackersee. Der ist und 60 Wiener war gleich, das Porto war anfangs gleich mit Österreich, mit Italien. Das nächste bitte. Auch Klagenfurt war 6-7 Wochen lang besetzt, und zwar vom 6. Juni bis 31. Juli 1919. Hier gab es ein Militärpostamt, Wojaski Postni Urad Zelovets. Mit dem hat die slawische Postverwaltung mit der Zensur die Post weitergehen lassen. Das ist ein Zensurzeichen, und das ist der Stempel, der Ende Juni eingeführt worden ist und bis Ende Juli, wo sie Klagenfurt verlassen mussten, in Gebrauch waren. Der nächste bitte. Das ist aus der Abstimmungszeit eine Besonderheit. Wenn die fremden Truppen gekommen sind, dann haben sie meistens die alte Besatzung, die Stempel mitgenommen. Und wie die Slawen nach Heimburg bei Völkermark gekommen sind, fanden sie keine Stempel vor, wohl aber das alte Postsiegel. Und das haben sie als Stempel verwendet. Das ist also eine ganz normale Karte. Mangels des Stempels wurde das Postsiegel verwendet. Das ist das schönste Stück, was wir davon haben. Es gibt nicht allzu viele. Das war das Ende der Volksabstimmung. So sah es am Ende des Ersten Weltkrieges aus. Das war die Abstimmung. Diese Gebiete, die Strafierten,
sind ohne Abstimmung abgetreten worden. Das ist der Nalltal, Klages, Leibel, Oberseeland und das Miestal. Das war Unterkern, das Grüne, wo die Abstimmung in der Zone A stattgefunden hat. Nachdem diese für Kärnten positiv ausgegangen ist, also ungefähr 60% zu 40%, ist die Volksabstimmung in diesem Bereich entfallen. Und daher sagt Kärnten, nicht ganz zu Unrecht, frei und ungeteilt bis heute, denn Kärnten, das ist der südlichste Spitz von Kärnten, bei Eisenkappel ist noch vorhanden. Nächstes bitte. Das war die interalliierte Abstimmungskommission, die dann beraten hat. Hier haben wir den Vertreter des SAS-Staates, der Herr Jovanovic war das. Das war der Franzose, der sich sehr gegen alles, was deutsch war, ausgesprochen hat. Das war der Vorsitzende, den man gewählt hat. Das war der Chappell Peck aus Großbritannien. Der andere war der Graf Livio Borghese, der Italiener. Und das war ein Mann aus Kärnten, der sehr wertvoll war. Das war ein Rechtsanwalt, Dr. Peter Birkham. Er war sehr höflich im Auftreten, gute Manier und polyglott. Der hat alle Sprachen, die die Herren da gesprochen haben, auch können. Und der hat sich in die Mentalität dieser Besatzungsgruppe hier eingelebt und hat in der Abstimmungskommission Platz genommen. Eine Frage. Es heißt, die Volksabstimmung sei ein Produkt von Präsident Wilson, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wo sind die Amerikaner? Es war bei dieser Sitzung kein Amerikaner dabei, weil das Vorgehen Amerikas den Senat nicht erreicht hat. Der amerikanische Senat hat diese Volksabstimmung praktisch nicht akzeptiert, hat sie aber sehr positiv für Kärnten beeinflusst. Weiteres kann ich gern berichten, aber ich mache es nicht wegen der Kürze. Wie ist es? Wollt ihr noch mehr hören oder soll man? Ja. Ist es genehm? Ja. Bitte murren, wenn es zu lang wird. Bitte das nächste. Ja, die Volksabstimmung feiern wir natürlich öfters. Das war 40 Jahre Volksabstimmung, die Ansicht von Griffen. Die berühmte Schuhhand, also der Kern der Bauer und da die Urne mit der Abstimmung als Sonderstempel. Das nächste bitte. Da haben wir bei unserer Ausstellung im Jahr, Kärntner Briefmarkensammelverein im Jahr 73 hat das gemacht, da war er 25 Jahre alt. Da war ein Prägebrief, hat es gegeben, der ist ein geprägter Brief gewesen. Und die 50-jährige Abstimmungsmarke ist da verwendet worden. Das war der andere Sonderstempel, es kommt noch eine, glaube ich. Ja, hier haben wir die Hollenburg, das ist das Symbol im Unterkärnten zum Rosental hin. Praktisch die Wacht an der Drau, kann man praktisch dazu sagen. Das ist der Innenhof von der Hollenburg, man kann besichtigen. Von dieser Hollenburg stammt das Objekt Nummer 1 in der Ausstellung. Die Herrschaft Hollenburg ist dann von Maresch übergegangen auf die Familie Kürle und nachdem bedauerlicherweise Dr. Johannes Kürle, der Botschafter Österreichs in Liechtenstein, sehr jung gestorben ist, ist jetzt schon sein Sohn dort der Herr der Burg und von dem habe ich das auch dankenswerterweise bekommen. Es sind Rennerblocks mit der Unterschrift vom Renner. So, der nächste bitte. Wir kommen dann zu einer weiteren Station, das war die Partnerschaft mit Wiesbaden. Die ist heuer 50 Jahre alt. Im Jahr 1968 wurde sie begründet und heute haben wir 2018, genau 50 Jahre Partnerschaft, philatelistische Partnerschaft, feiern wir mit Wiesbaden. Die Städtepartnerschaft, die ist schon 1930 entstanden. Das ist ein Brief, das ist Klagenfurter Landhaus, befördert mit einer privaten Flugpost, eine deutsche Marke, über den Europarat in Straßburg ist dieser Brief gegangen. Nächste bitte. Das ist ähnlich nur der Beleg, den die Wiesbaden herausgebracht haben, der Neroberg in Wiesbaden. Otto Fiertsch war der den Stempel gezeichnet hat, diesen da, den Partnerschaftsstempel. Und das ist wieder diese Marke. Nächster bitte. Das ist der Partnerschaftsbeleg, der ist auch zu haben, ich kann ihn zeigen auch morgen. Wiesbaden, das Kurhaus als Symbol, der Lindwurm mit diesem Stempel und Europa als Schirmherr dieser Partnerschaft. Es ist die älteste Städtepartnerschaft Europas. Nächstes bitte.
Wir haben auf Briefmarken auch Kärntner Motive. Das ist zum Beispiel aus der schönen Trachtenserie eine Lauentaler Tracht. Nehmen wir das nächste, Lauental. Das ist eine Geiltaler Tracht, die haben wir vorher auf der Karte gesehen, auf der 450er Marke. Und noch eine dritte haben wir, glaube ich. Die Lesachtaler Tracht mit den. Das hat man den Unterschied gesehen. Geiltal war die slawische Tracht und die Fortsetzung im Geiltal von Kötzschalk nach Tirol hin war schon die germanische Tracht in dieser Form. Nächstes, bitte. Ja, jetzt kommen wir schon zu Blumen, wir kommen zu Kultur und so weiter. Eine Besonderheit Kärntens ist die Wulfenia. Das ist eine Pflanze, die kommt nur im Himalaya und am Gartnerkofel in Kärnten vor. Es gibt mehrere solche, die da vertragen worden sind. So schaut sie auf der Marke aus. Und das nächste ist, glaube ich, ja, so schaut sie in der Natur aus. Das ist der Gartnerkofel. Keine wahnsinnig schöne Marke, aber wahnsinnig selten. Nächstes, bitte. Ja, ein Stimmungsbild von Kärnten ist der Wörthersee, auf einer derzeit gültigen Marke. Nächstes, bitte. Ein alter Brunnen, der ist noch aus der Renaissancezeit in Friesach. Ist im Jahr 72 herausgekommen. Wunderschön ziseliert als Brunnen, heute noch im Betrieb. Da haben wir das Schloss Borcher im Spital. Man sieht auch hier die wunderschönen Renaissancebögen, ein altes Schloss. Jetzt darf ich mir bitte einen Schluck genehmigen. Nächste bitte. Ja, Landschaft von Kärnten. Hier haben wir Heiligenblut, der berühmte Wallfahrtsort, dahinter der Großglockner auf einer Marke aus dem Jahr 47 etwa. Nächste. Die Großglockner Hochalpenstraße, etwas stilisiert. Großglockner, sehr schön. 25 Jahre war sie alt. Professor Wallach hat sie in den 30er Jahren, wo die Weltwirtschaftskrise war, hat er sie erbaut und zwar. Das war ein kleines Weltwunder, diese Straße, die bis 2500 Meter Seehöhe gebaut ist, zu errichten. Nächste bitte. Horosterwitz, da werden wir vielleicht vorbeifahren morgen, ist leider nicht schön aufgenommen. Da gibt es einen Fehler, da war ein kleiner See vor der Burg, den gibt es nicht, hat sie nicht gegeben. Nächstes bitte. Ein Stadttor zu Gmünd, die zweitälteste Stadt in Kärnten. Dieses Tor existiert heute noch mit einer Holzbrücke hinüber und da der Wehrturm, eine frühe befestigte Stadt, die den Weg von Villach nach Salzburg gehabt hat. Nächstes bitte. Das ist die Bärau-Kirche in Villach, eine Barockkirche möchte man sagen. Und ja, hat den Wert von Siedkärnten 650 Villach-Bärau. Nächstes bitte. Falkenstein, eine Burg im Mölltal oben. Ich habe gesehen, wie die Burg brennt. Ich war damals Richter in Oberfelder vom Gericht, hat man auf diese Burg hingesehen, überall Rauchwolken draufgekommen. Ein entsprungener Häftling von einem Arbeitshaus hat sich eingenistet und hat sich dort warm machen wollen, weil die Burg war kalt, hat ein Feuer eingeheizt und das Ganze ist in die Luft gegangen. Wertvolle Ölgemälde sind verschwunden, die Burgsubstanz ist im Wesentlichen geblieben. Entschuldigung, hast du das bestellt? Eine Dosis und mein Soft. Ja. Den suche ich die ganze Zeit. Ich darf ihn nicht anlassen. Nächstes bitte. Etwas spezifisch Kärntnerisches sind die sogenannten Marteln, auf Hochdeutsch Bildstöcke. Hier wird zu Ehren Gottes oder der Kirche zur Erinnerung von verschiedenen Ereignissen oder besonderen Begebenheiten so ein Gebäude errichtet. In Kärnten gibt es über 200 solche Marteln. In verschiedener Erhaltung, verschiedener Stil. Nächstes bitte. Da haben wir es wieder in dieser Form oder in dieser Form, das ist im Winter. Jedenfalls, das sind Stätten der Andacht, die man meist auf Wegkreuzungen findet. Das nächste bitte. Recht interessant sind in Kärnten auch eine Reihe von gotischen Flügelaltären. Wir haben eine, möchte ich sagen, etwas profane Bauernkunst in Kärnten gehabt, wo Holzschneider solche Altäre geschaffen haben. Die konnte man zukaufen.
die sind zugemacht worden. Dann hat man die Maria und den Josef nicht gesehen. Und wenn sie geöffnet waren, das war nach dem katholischen Ritual zu bestimmten Zeiten in dieser Form. Sie sind nur kunsthistorisch hochinteressant. Also einen solchen wunderschönen Altar haben wir in Maria Geil, aber es sind manche andere auch. Nächstes bitte. Kultur in Kärnten ist auch der Karinthische Sommer. Ganz kurz gestreift eine Sondermarke zum Karinthischen Sommer, 25 Jahre. Das ist eine Darstellung vom verlorenen Sohn der Kirchenoper. Nächste bitte. Zwickbert Lobisser war ein Holzschneider in Kärnten, er war auch Maler, aber in erster Linie Holzschneider. Und zu seiner Erinnerung, im Jahr 1878 ist er geboren, da war er 75 Jahre, glaube ich, ist so ein privater Block herausgekommen, er ist nummeriert. Mit einem Originaldruckstöckel von Zwickbert Lobisser. Ist keine Marke, ist Essay-Block. Nächstes bitte. Eine Tradition in Kärnten ist der Vier-Berge-Lauf. Es gibt eine Wallfahrt, die beginnt um 0 Uhr am Magdalensberg, geht über 52 Kilometer über vier Berge, wo zwischendurch Messen und Andachten gehalten werden. Und da gehen die Leute mit. Zuletzt bis zu 5.000 Leute, die sich daran beteiligen. Ich selbst bin auch gegangen dabei. Und wie das Stillleben zu dieser Zeit ist, das ist in Limberg, der blockt sich mit seinen Füßen, der isst ein bisschen Suppe, der fühlt sich da, der zieht sich um. Also das Stillleben, das ist um 11 Uhr Vormittag, da ist man also schon 11 Stunden unterwegs gewesen, in der Nacht zum Teil. Nächstes bitte. Der höchste Punkt ist der Veitsberg, den umschreitet man dreimal. Das sagt die. Und so schauen die Leute aus, also schon etwas müde. Da ist man schon um 1 Uhr oben. Nächstes bitte. Ja, und so kommt man heim. Diese Füße, der schläft ein und da ist ein Super. Also, das ist der Vier-Berge-Lauf für ihr Leibtutel. Nächstes bitte. Wir kommen zu einigen Persönlichkeiten. Und da ist vielleicht einer der hervorragendsten. Paracelsus, der ist sicher allen bekannt. Eigentlich heißt er Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Aber er war eigentlich, ich glaube, Schweizer war er, hat aber lange Zeit in Villach gewirkt. Er war Naturforscher und hatte irgendwie die Lehre von der Selbstheilung der Natur zu seinem Inhalt gebracht. Und da hier hat man das Jahr 1540, da hat er schon gewirkt als Mediziner. Der nächste bitte. Ja, dann haben wir auf einer Marke Auer von Welsbach, der Erfinder der Kohlenfadenlampe. Heute kennen wir alle die Glühbirnen. Er wäre unendlich reich geworden, wenn er gesagt hätte, Metallfadenlampe oder was. Aber so hat er das Patent auf Kohlenfaden gehabt und andere haben das Patent der Glühbirne mit Technik erworben. Es gibt heute noch eine reiche Familie davon, die Auer von Welsbach. Aber das war der eigentliche geniale Erfinder der Glühbirne. Nächstes bitte. Kärnten gilt als Sängerland. Einer der größten Sänger Kärntens war Thomas Koschert. Er hat es bis zum Hofopernchorleiter gebracht in Wien. Er war ein wirklich bedeutender Sänger, sonst hätte er von der österreichischen Post ja auch keine Marke bekommen. Und er ist 1914, glaube ich, ist er gestorben zu seinem Anlassausdruck. Also der war ein Sänger. Dann haben wir den Professor Porsche, der hat ein eigenes Porsche-Museum in Münz oben. Der war der Erfinder der Porsche-Autos und die Porsches fahren ja heute noch, nur in veränderter Form. Aber das war zur Erinnerung an ihn. Die Marke. Ich glaube, das war jetzt der letzte, ich weiß schon, da kommt noch was. Ich habe jetzt einige berühmte Persönlichkeiten Kärntens gezeigt. Eine Persönlichkeit fehlt vielleicht noch. Und ich bitte nachzudenken, was glaubt ihr alle, wer ist der berühmteste Fräser im Lande? Wer kann das sein? Bitte. Bitte. Franz Klammer. Er stammt aus Fräser. Er ist der berühmteste Fräser. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe.
Dein strenger Blick ist nicht so streng. Ich freue mich. Thank you.